This meeting is being recorded. Das schneide ich dann nachher aus. Und das und auch ob man des gleichen Vulkanlandes. Dankeschön. Bitte, gerne. Danke vielmals. Und als nächste Rednerin, Dr. Frau Irina Karamakovic, bitte können Sie dann kurz sich zu vorstellen. Arigato. Mein Name ist Irina Karamakovic. Ich bin vieles. Heute bin ich in meiner Funktion als Vorsitzende des Migrantinnenbeirates der Stadt Graz. Ich begrüße Sie. Danke vielmals. Dann also als dritte Rednerin. Also sie ist eigentlich bei mir. Kurze bitte vorstellen Sie sich vorstellen. Ja, ich bin Marianne Schaden und ich bin Lehrerin in Pension und ja, schau, was es auch jetzt noch für mich so zu tun gibt in Umkreis der Familie und in der Pfarre und Gemeinde und so weiter. Dankeschön. So, dann der letzte Redner, Herr Peter Heider. Bitte. Ja, grüß Gott, Peter Heider, ich wohne in Wien und ich bin der Präsident der Universal Peace Federation, eine Schwesterorganisation der Frauenföderation. Danke vielmals. Dann möchte ich noch kurz, heute wird meine Tochter Tanja als Moderatorin hier Sie bedienen. Kannst du dann kurz? Ja, grüß Gott, kennen Sie mich alle gut hören? Ja. Geht gut, okay. Ja, genau, also ich bin die Tanja Hirschmann und ich bin derzeit Volksschullehrerin und ja, es freut mich heute dabei zu sein. Mit Ihnen. Danke. Ich lasse jetzt alle rein, ja? Ja. Wir gehen dann bald los. Ach so. Ist das okay? Ja. Eigentlich, wir haben ein bisschen interne gedacht, aber ja, machen wir kurz. Gut, dann ja, Frau Beatrix Kögler, sie wird dann Fragen- und Antworten-Session übernehmen. Und bitte nur kurz dann sich zu Wort zu stellen. Ja, mein Name ist Beatrix Krügler. Wir haben in Fellbach die Altstadtgasse und nebenbei leite ich eine Zen-Gruppe, wo wir auch immer wieder versuchen, Probleme im Leben zu meistern. Dankeschön. Dankeschön. Dann also, ja, bisschen Renate, ist es okay? Renate, Frau Renate Amiswa ist die Präsidentin von Frauenföderation. Und sie wird heute einfach ganz bisschen aufpassen. Also wir haben deshalb leider zeitlich sehr jetzt also knapp. Und ich möchte nur kurz einen Punkt also erklären, dass jeder Redner also 8 Minuten Zeit bekommt. Und meine Tochter Tanja wird dann Spotlight nach 7 Minuten in Spotlight erschienen. Das heißt, Sie haben jetzt noch 1 Minute, aber wir sind nicht so streng. Also wenn jemand ein paar Minuten noch mehr reden möchte, also ist wirklich also kein Problem. Nur wenn jemand 1 Stunde reden möchte, dann ist es ein bisschen also Probleme, weil die anderen Redner, Rednerinnen keine Zeit haben. So, okay, ich werde dann jetzt Tanja, also diese also Veranstaltung, die Leitung übergeben. Okay.